Los geht's. So, jetzt pass mal auf, jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich den jetzt hier hinschiebe... Ah nein, der hat eine mit zwei Pfeile, die nach oben schieben kann. Okay. Aber ich glaube, ja... Ich glaube, ich habe in der Vorgehensweise, in der Logik hinter der Vorgehensweise gerade einen Durchbruch erlangt. Weil jetzt pass auf, wenn ich den jetzt hier rüberschiebe... Er kann ihn nicht nach unten schieben, außer er hat zwei Pfeile. Aber das kann man immer nicht wissen. Dann ist der jetzt sicher. Ganz genau. Außer er nimmt die Zweipfeilkarte nach links. Ganz genau. Aber den kann ich wiederum ohne Probleme nach unten schieben. Dann ist der schon mal safe jetzt. Okay, genau. Nach rechts könnte der rausgeschoben werden, wenn ich den rüberschiebe. Er hat aber keine Karte, die nach rechts schieben kann. Und dann habe ich sowieso gewonnen. Genau, perfekt. Perfekt. Die sind, glaube ich, noch am Balkon wahrscheinlich, die Katzen. Oder sie schlafen, das kann auch sein. Wähle eine Karte. Jetzt hat er gar keine so richtig tolle Karte gespielt. Naja, gut hier, der Rattenkönig. Den nehmen wir. Jetzt habe ich nämlich ganz vergessen, dass ich die Karten, die ich gerade gekauft habe, noch in mein Deck einbauen könnte. Das heißt, ich habe jetzt sogar mit einem echt miesen Deck gewonnen. Was das ausmacht, wenn man mal kurz 5 Minuten drüber nachdenkt, was man da eigentlich tut. Unglaublich. Sollte ich öfter versuchen, aber andererseits... So. So ist es wieder gut. Ja, Ganon macht die anderen beiden wirklich immer platt. Der greift die wirklich dauernd an. Der macht seinem Namen alle Ehre. Also, die spielen halt miteinander, aber er übertreibt immer. Er ist halt noch ziemlich jung. Eigentlich sollte er mit 2 Jahren jetzt schon langsam mal erwachsen werden, aber naja. Hilft ja nichts. Feurio. Was? Du glaubst, ich bin zu klein zum Spielen? Du meinst, ich brauche Hände, um ein Blatt zu halten? Du glaubst, nur weil ich ein Feurio bin, kann ich kein Jost spielen? Na, da irrst du dich. Ich halte meine Karten mit dem Mund fest. Willst du dich mir wirklich in den Weg stellen? Ja. Du solltest einen Glibber nie nach seinem Feuer beurteilen. Fangen wir an, ich brenne darauf, Baby. Okay. Nee, 3 Katzen. Link, Zelda und Ganon. Ganon ist der Jüngste. Oh, was hat denn der da? Ich weiß nicht, was die Bomben bedeuten. Ich hätte gerne Infos über meinen Gegner. Das wäre echt schön. Weil ich kann das gerade überhaupt nicht beurteilen, was der jetzt gleich machen wird. Macht mir ein bisschen Angst. Wir wollen einfach mal abwarten, was gleich passiert. Aha, er kann andere Karten sprengen, wenn er draufgeschoben wird. Das ist ja super gemein, aber gewonnen habe ich jetzt trotzdem. Und jetzt nehme ich mir mal die Bombenkarte. Feurio, nehmen wir gleich mal ins Deck auf. Jetzt muss ich schon langsam schon relativ gute Karten rausschmeißen, damit ich die noch aufnehmen kann.
Bombe. Was bedeutet Bombe? Verschiebt nach dem Ablegen Karten und lässt sie explodieren. Ja, okay, ich verstehe wirklich. Das ist ziemlich krass irgendwie, oder? Ziemlich cool. Aber nur nach dem Ablegen. Nee. Hat er gerade auch beim Verschieben gemacht, ne? Ich habe verloren, aber dein Sieg ist nur ein Strohfeuer. Um wirklich zu siegen, tritt gegen mich an, wenn ich weniger heiß brenne, Baby. Weniger heiß bin, Baby. Weiß nicht genau, bist du jetzt weniger heiß? Nee. Dann spiele ich nicht nochmal gegen dich. Keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Aha. Jetzt verstehe ich, glaube ich, oder? Das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte damit jetzt eigentlich Feurio löschen, aber ich schätze, das ist auch ziemlich cool. Kistian, der Kistenhändler. Der Kistenhändler? Naja, er lebt in der Kiste und ist ein Händler. Insofern irgendwie schon ein Kistenhändler. Aber er verkauft halt keine Kisten. Ah ja, tatsächlich, guck. Oh, wow, das war okay, glaube ich. Hat nicht wehgetan, aber bin mir nicht sicher, ob... mir ist, als könnte ich kämpfen, aber ich muss jetzt nicht. Würdest du denn gern? Ja. Wenn du mich besiegst, mach deine Mission Fortschritte. Viel Glück, mein Freund. Falls ich dich so nennen darf, möge der beste Glibber gewinnen. Okay, finde ich gut. Oh, der hat aber da eine krasse Karte, Mensch. Nach oben, unten und rechts mit Doppelpfeilstärke schieben. Nicht schlecht. Mist, genau das habe ich befürchtet, weil jetzt kriege ich die Karte nicht mehr weg. Die steht jetzt hier für immer. Na gut, den einen Punkt habe ich verloren. Habe ich nicht schnell genug gedacht. Ich muss jetzt echt wieder überlegen. Jetzt wartet mal, der hat so gute Karten und ich habe echt keine so guten Karten. Das ist schlecht. Ich vertraue auf das Herz der Karten und hoffe, dass ich jetzt genau die Karte ziehe, die ich brauche. Verdammt! Pech gehabt. Ja, die brauche ich. Dammit. Ah ja, macht nichts. Die geht auch. Okay, soweit sehe ich kein Problem. Mit seinen paar Schleims kann er nichts machen. Was passiert, wenn es unentschieden ausgeht? Dann geht es unentschieden aus. Na gut. Dann Revanche. Shit.
Okay, ich habe gewonnen, würde ich sagen. Sehr gut. Aber der hat jetzt überhaupt niemanden zerstört, der Bombenkerl. Wahrscheinlich nur, wenn er verschoben wird und nicht, wenn er platziert wird. Das könnte sein. Keine Ahnung. In meiner Zeit habe ich noch selber mit echten Karten gespielt. diese blöde Jugend und ihre Killerspiele, wie zum Beispiel Animal Crossing. Ja, oder das hier. Ich meine, hier tötet man theoretisch wahrscheinlich irgendwelche Monster und so. Also insofern ist es ein Killerspiel. Das kann man schon so sagen. Okay, jetzt klauen wir ihm außerdem seine echt ziemlich mächtige Jumbo-Kugelkarte. Die Händlerkarte, die ist zumindest eigentlich besser wie manch andere Karte. Nehmen wir die auch mit. Warum nicht? So, der sieht auch noch cool aus. Ich weiß nicht genau, wer oder was das ist, aber gegen den kämpfe ich jetzt auch noch. Oder so. Hallo, willkommen zurück. Okay, der Maulwurfscherbe. Ich verschnaufe gerade ein wenig nach meiner langen Buddelschicht für Mole Knight. Der ist ein strenger Dienstherr, aber er liefert. Hart arbeiten, hart spielen, Meister. Sollen wir uns messen? Ja. Setz dich doch, mein Bester. Spielen wir eine Partie Jost. Wow. Aha, der hat jetzt Maulwürfe, die das alles sprengen können, quasi. Ich verstehe. Jetzt frage ich mich, ob die dagegen halten können, die Karten, die ich jetzt hier habe. Oder was passiert, wenn ich die jetzt einfach hier flankiere? Dann ist quasi der Plan gescheitert, oder? Achso, die zerstören natürlich auch meine Karten. Oh Gott, dammit. Was ist mit denen los? Na gut, gewonnen habe ich jetzt trotzdem. So ein Maulwurf ist schon interessant mit der Bombe, aber ich glaube, ich nehme lieber hier den Schürfscherben. Ziemlich mächtige Standardkarte. Bling. Okay. Dann kommt jetzt, kommt schon der Champion hier jetzt, oder wie? Und wo ist er? Irgendeine Frau oder ein Junge oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Ah, sie da unten wahrscheinlich. Ah ja, hier ist noch Rätsel-Heini. Jetzt können wir endlich seine Rätsel noch machen von Kröti. Okay, in einem Zug gewinnen. Oh, das Rätsel sieht jetzt schon echt cool aus. Okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schieb den darüber. Der sprengt den in die Luft und liegt dann so. Der kann mich nicht nach oben schieben. Ich mach's einfach mal. Bei den Rätseln hat man nichts zu verlieren. Ja, das war leicht. Okay, das war einfach. Dann machen wir das nächste Rätsel auch noch. Ich habe stundenlang probiert, Stunden meines Lebens weggeschmissen. Ich bin einfach nicht schlau genug. Tja, danke, schätze ich mal.
Hätte ich noch gar nicht erwartet. In Wahrheit gibt's 3 Rätsel. Leider ist das 2. noch schlimmer. Es gibt gewiss keine Lösung. Aber du kannst es ja mal versuchen, wenn du willst. Da geht immer noch mehr rein in das Glas. Was sind das für eine Karte? Ach so, genau, das sind Rätsel. Da habe ich nicht unbedingt meine Karten. Ich vergaß. Okay, wenn ich jetzt den da nach oben wegschiebe, kann der den da rausschieben und dann habe ich verloren. Moment mal, ich verstehe die... Das sind Zeichen auf den Karten, die kenne ich nicht und verstehe ich nicht. Und wenn ich den da nach oben rausschiebe, verliere ich trotzdem. Doch. Die ändern ihre Symbole, nachdem ich sie verschoben habe. Das bedeutet das Zeichen. Und dann ist das... Oh mein Gott, ey. Das Spiel ist aber schon ziemlich komplex irgendwie. Also da kann man theoretisch echt verdammt tief in die Tiefe tauchen. In die taktischen Untiefen des tödlichen Tatentödlings. Hier hätten wir noch das letzte Rätsel. Wenn du das knackst, war's das. Und mir bleibt... rein gar nichts. Toll. Dieses letzte Rätsel, das geht ja gar nicht. Wirst schon sehen. Mal probieren. So, jetzt schauen wir mal. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht auch nicht. Ich glaube, den Stein kann ich vergessen. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir denn da? Weiß nicht, was wir da machen. Keine Ahnung. Viele Möglichkeiten habe ich gar nicht, aber irgendwie ist keine davon... Also mir erscheint keine davon irgendwie sinnvoll. Sehr komisch. Von Crusader, danke fürs Abo an Lord Killamite verschenken. Insgesamt 12 Abos auf dem Kanal schon verschenkt und das Spendenglas explodiert. Jetzt ist es wieder nur halb voll. So schnell kann es gehen. Coolio. Ich weiß trotzdem nicht, wie wir dieses Rätsel hier lösen sollen. Ich meine, muss er noch eine Karte spielen? Ach so, nee, das geht ja auch nicht. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ist echt hardcore. Nicht mehr lange, schreibt Fallen Crusader. Da wird das Glas auch schon wieder prall gefüllt mit 50 niegelnagelneuen frischen Bits. Yeah. Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Cool.
Der eine wäre fast noch rausgerollt, aber ist dann wieder zurück. Sehr schön. Die Leute hier sind komplett irre. Hier passe ich gut hin. Ja, das stimmt. Im positiven Sinne irre. Irre gut. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Wenn ich das mache, dann schiebt er mich einfach raus und ich habe verloren. Dann ist es wieder unentschieden. Ganz genau. Das kann man also nicht machen. Aber egal, welche von meinen Karten ich da oben hinlege, das kann er immer machen. Er kann mich immer einfach rausschieben, weil keiner von meinen Karten nach rechts blockt. Außer die da. Aber mit der kriege ich die dann nicht weggeschoben. Insofern macht das keinen Sinn. Ah, Voll Crusader, danke nochmal fürs Abo verschenken. 13 Abos verschenkt. An Hatunya. Jetzt ist er quasi offiziell Gangmitglied. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Oh Mann, ey. Ich check's echt nicht. Das ist super schwierig. Meinen Kugelfisch da unten kann ich auch nicht auf den letzten verbleibenden Rubin schieben. Das geht auch nicht. Ich kann auch hier nichts mehr nach oben schieben. Das bringt uns auch nichts. Das bringt uns alles nichts. Aber das ist eine gute Idee. Ich gehe mit jeder Karte, die ich habe, alle Möglichkeiten, die wir haben, durch. Und guck, ob es irgendwas verändert. Aber ich sehe schon, die brauchen wir nicht. Was können wir mit der hier eigentlich machen? Nicht viel. Eigentlich fast gar nichts. Moment mal, mit der können wir wirklich gar nichts machen. Die Karte ist absolut nutzlos. Die können wir also schon mal ausschließen. Dann bleibt noch die Karte. Mit der könnte ich den hier machen? Vielleicht gar nicht blöd. Weil er muss eine spielen. Aber welche spielt er dann? Er kann dann gar keine mehr spielen. Ich bin gespannt, was passiert. Schauen wir mal. Ah ja, dann spielt er halt keine. Schade. Ich dachte, vielleicht muss er uns jetzt irgendwie noch. Aber gut. Hätte ja sein können. So, was machen wir jetzt hier? Weil den schiebt er einfach weg, wenn ich den hier platziere. Das macht keinen Sinn. Und das macht aber irgendwie auch keinen Sinn. Und das macht auch keinen Sinn. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das macht wahrscheinlich am wenigsten Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe jetzt auf. Ich krieg das wirklich gerade nicht hin. Ich check's nicht. Nein, so geht das nicht. Oh, siehst du? Das ist unmöglich. Ja, ich gebe ihm recht. Kämpfen wir lieber gegen sie hier. Gegen Mona. Uff, ist das hier ein Kamin. Zum Glück habe ich einen Dynamo-Dekanter. Nur so kann ich Flux mal das Thermalflux testen. Hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mal mehr Tjost als alchemische Formeln studieren würde. Ich bin total irgendwie angefixt. Schätze mal, ich bin hier der Champion, nicht gerade viel Konkurrenz. Komm wieder, wenn du die anderen geschlagen hast, ja? So sind die Regeln. Was das? Du hast alle geschlagen? Da musst du ja jede Menge Zeit gehabt haben, schon klar. Ich hatte hier unten ja auch jede Menge Zeit. Sollen wir dann? Ja!
Das ist ja nett. Sehr nett. Sehr nett, auf jeden Fall. Unterstützung ist immer gut. Und die Community ist auch immer gut. Das stimmt. Die ist ja wirklich sehr gut. Sehr schön.